so einen Bauer gesehen, Stauden machen im Wald. Da habe ich gedacht, das ist etwas, das verschwindet, da muss ich festhalten. Und dort so mal, noch nicht mal gewusst, was ich überhaupt mit dem Film machen will. Es war einfach ein innerer Drang, ich muss vom Dorf Leute filmen. Das muss aufnehmen unbedingt, das geht einmal weg. Seit über 50 Jahren filmt und fotografiert Bruno Käppeli sein Heimatdorf Meerenschwand. Wie kam es, dass ein kleines Dorf im Aargau für den Chronisten zu seinem Universum wurde? Davon handelt dieser Film. Ich kenne Bruno Käppeli schon sehr lange. Sein Sohn Samuel besuchte mit mir den Kindergarten. Das ist Musikverein, Freie Dickenbach, Bühne, Dorffilm. Also, er ist sicher rum, aber. Samuel, er ist hier. Kindergarten, 1. Klasse, 77. Sammy Klaus ist gekommen. Samuel. Gut, schauen wir euch den mal an. Der ist einmal jetzt 100. Es ist bald 40 Jahre her, dass ich im Ringelreihen um das Auto der Kindergärtnerin tanzte. Bruno Käppeli filmte, wie ich den Clown gab. Seine Aufnahmen zeigen den ganz normalen Alltag. Und doch haben sie eine magische Wirkung. Erinnerungen werden wach. Wohlbekannte Gesichter tauchen auf. Geschichten werden lebendig. Bruno Käppeli und mich verbindet die Leidenschaft für das Filmen. Und doch könnten wir unterschiedlicher nicht sein. Ich reiste für das Schweizer Fernsehen um die ganze Welt, filmte das Exotische, das Unbekannte, das Abenteuer. Bruno Käppeli findet all seine Geschichten im Dorf, in dem er vor 77 Jahren zur Welt kam. Das fasziniert mich. Irgendeine Art ist es eigentlich verrückt, dass man so am Dorf hängt. Aber ich bin einfach im Dorf aufgewachsen und kann ich eigentlich nicht mehr ändern. Und ich will es eigentlich auch nicht. Mir gefällt es hier. Aber ich bin nicht stur, dass das Dorf so muss bleiben. Ich bin durchaus dafür, dass ein Dorfkern schon darf heute in der neuen Generation angepasst sein. Und das wird auch der Fall sein, oder? Bruno Käppeli sucht stets neue, ungewohnte Blickwinkel auf seine Heimat. Als er zur Welt kam, lebten hier 125 Bauern. Heute findet man im Dorf keinen einzigen Miststock mehr. Dank der Nähe zu Autobahn und S-Bahn hat sich Meerenschwand zu einer modernen Pendlergemeinde entwickelt. Hier im Zentrum gibt es natürlich eine gewaltige Änderung. Oder? Der ganze grosse Bau hier unten, das wird alles Boden haben. Volk. Und auch der Hirsche ist für uns natürlich auch etwas, das verloren geht. Was noch bleibt, sind einfach alte Erinnerungen von dem Hirsche. Hier innen haben wir auch Musik gemacht, früher, vor 50 Jahren. Sein Haus hat Bruno Käppeli 1965 selber gebaut.
Ein Jahr lang kauft er Zementsäcke statt Filmrollen. Heute ärgert es ihn, dass das Baujahr die einzige Lücke in seinem Archiv ist. Das Fotografieren und die Filmerei blieben zeitlebens sein Hobby. Also Fotograf oder Film ist natürlich damals ein chinesisches Dorf für mich. In der Gegend wäre da nichts zu machen gewesen, als ich da eine Lehre machen konnte. Dann musste ich einfach nach der Schule in die Ziederfabrik stehen. Dann war ich Laufgummi dort, ein Jahr lang. Aber dann war ich schon gleich, dass da nicht da sein kann, was ich fürs Leben machen will. Und da ist dann irgendeine Stelle in der Nähe, eine Lehrstelle frei für Metalldrücker. Er blieb seinem Lehrbetrieb bis zur Pensionierung treu. 43 Jahre lang. Das ist aber ein Beruf geworden, den du gerne gemacht hast? Mit der Zeit dann schon, oder? Klingt aber nicht gerade begeistert. Nein, also die ersten 10 Jahre, wenn ich meine Hobby nicht hatte, hätte ich das nicht durchgestanden, oder? Ja, dann war das Filmen auch wie eine Flucht aus dem Alltag? Eigentlich schon. Wenn ich so Seriebücher gemacht habe, habe ich schon studiert, was könnte ich jetzt wieder filmen. Oder was, ja. Eigentlich immer von dem geträumt, oder? Bruno war das zweitjüngste von 9 Kindern. Vater Anton arbeitete als Schnapsbrenner im Nachbardorf. Mutter Martha verdiente ein Zubrot als Hutmacherin. Oder wie man im Dorf sagte, als Hütlerin. Bruno Käppeli und seine Frau Susanne sind seit 46 Jahren verheiratet. Und wir zwei, ja, noch jung, ja, und knackig. Jung und knackig, ja. So hat's. Das waren noch Zeiten. Ja, aber die ist der jetzt. Ja, das ist schön. Viel Zeit für Romantik blieb den Frischverliebten nicht. Bruno Käppeli hatte 3 kleine Buben mit in die Beziehung gebracht. Seine erste Frau war völlig überraschend an einer Hirnblutung gestorben. Gell, mit 27, mit 3 kleinen Kindern allein, oder? Wie war die Phase in deinem Leben? Ja, ich hatte eigentlich mehr Verbarmen mit den Kindern, nicht mit mir. Ja, ich meine, die waren, wie gesagt, noch so klein. Und, schon keine Mutter mehr? Schon keine Mutter mehr. Für mich war einfach das Thema, dass ich gleich wieder jemanden muss haben. Das war natürlich eigentlich nicht so einfach, oder? Ja, ich konnte ja nicht zu tanzen und eine Frau suchen, oder? Und habe ich halt in einer katholischen Zeitung ein Inserat gemacht, oder? 3 Kinder suche ich der Mutter. Und natürlich da x Möglichkeiten hatte ich hier und habe die richtige Frau verwünscht. In seiner Freizeit hat Bruno Käppeli über 300 Filme realisiert. Ich möchte eigentlich die alte, gute Zeit, die es eigentlich nie gegeben hat, zeigen. Ich finde immer, wenn man die Vergangenheit nicht kennt, hat man auch Mühe mit der Zukunft. Und es ist mir eigentlich gelungen, alle Handwerke also damals zu filmen, noch vor 50 Jahren, aber auf 8 mm natürlich. Einer dieser Handwerker ist Elektriker Hans Keller. In den 60er Jahren filmte Bruno Käppeli ihn bei der Installation von Hausanschlüssen. Heute gehört Hans Keller zu den ältesten Meerenschwandern. Er ist für den Dorfchronisten eine wichtige Quelle. Wenn ich mich abends anlege, es tut mir ein bisschen wandig, weil ich kürzlich die Augenoperation hatte. Ja. Ich habe 1945, als der Krieg endlich einmal
fertig gegangen ist, hatte ich eine Gelegenheit, die Lehrabschlussprüfung als Elektromonteur zu machen. Mit was haben Sie denn den Weg hinter den Füßen genommen? Ja, wir haben jemanden angestellt, vielleicht mit einem Fuhrwerk. Ja. Das waren einfach noch ganz andere Zeiten. Ja, gut, einmal vorläufig. Ja. Sehr gut, du hast auch ganz gut gemacht. Ja. Also, mal Hans. Bruno, alles Gute. Ich bleibe noch ein bisschen. Das ist ein Geschenk für Mary Schwand. Er, der so viele Jahre gefilmt hat, da wäre ich einen Haufen Sachen verloren gegangen, wenn man ihn nicht hätte. Weil das schon eben jetzt Jahrzehnte lang. Regelmäßig macht Bruno Käppeli auch Luftaufnahmen von Mährenschwand. Er will dokumentieren, wie die Gemeinde wächst und wie sich das Dorfbild verändert. Da unten spielte er über 40 Jahre lang Trompete im Musikverein. Da unten turnte er 30 Jahre lang in der Männerriege. Sein Dorf hat er ein einziges Mal für längere Zeit verlassen, als er 17 Wochen lang die Rekrutenschule absolvierte. Man sieht noch, wie schnell sich das geändert hat. Das ist jetzt auch schon wieder 10 Jahre, als ich diese Aufnahmen gemacht habe. Das ist jetzt schon alles überbaut. Hier ist überbaut. Hier stehen 54 Wohnungen. Und hier ist natürlich auch alles verbaut, das ist klar. Aber wenn man nur sieht, in diesen paar Jahren, wie sich ein Dorf verändert. Bruno Käppeli ist Kurator des Dorfmuseums. Wenn ein Handwerksbetrieb oder ein Laden im Dorf für immer schloss, rettete er die Einrichtung. So kann er ganze Werkstätten im Museum wieder aufleben lassen. Momentan gestaltet er eine Sonderausstellung mit dem Titel «Mährenschwand gestern, heute und morgen». Auf einer alten Luftaufnahme platziert er Fotos historischer Häuser, die der Modernisierung zum Opfer gefallen sind. Für mich könnte ich jetzt von jedem Haus eine Familiengeschichte ein Stück weit erzählen, oder? Wer drinnen gewohnt hat und was da gelaufen ist. Das Dorf erweitert die Familie? Eigentlich schon. Ja. Man hätte einfach einander gekannt. Es hat Vor- und Nachteile gehabt. Wir haben natürlich auch immer gewusst, was in der anderen Familie gegangen ist. Das Museum und Filme, und das ist einfach das, was ich noch brauche. Und das sind noch meine grössten Freuden, die ich eigentlich habe. Und auf die schöne Freude sollte man ja nicht verzichten. Das braucht man zum Leben, oder? Bruno Käppelis Herz schlägt für das Mährenschwand seiner Kindheit. Ich spüre aber, wie er sich redlich bemüht, die schleichende Modernisierung zu akzeptieren. Schließlich gehören auch die Flachdachbauten zu seinem Dorf. In der aktuellen Ausstellung stellt sich der Nostalgiker diesem Wandel. Eine bewundernswerte Offenheit. Aber wird es denn in der Zukunft in dieser Moderne auch noch Platz für einen Dorfchronist wie dich? Oder wirst du der Letzte sein, der noch so mit viel Liebe alles dokumentiert im Dorf? Ja, das wird schon der Weg sein, weil die Jungen wollen natürlich. Wir sind in einem anderen Zeitalter, oder? Ich meine, das sind 60 Jahre dazwischen, oder? Wo jetzt ganz anders denken und ganz andere Ideen haben. Was ja auch nicht schlecht ist, oder? Wenn ich umgehe, dann kann ich umgehen.
Auf diesen Tag hat Bruno Käpperli lange hingearbeitet. Heute ist die Eröffnung seiner neuen Ausstellung. Das ganze Dorf ist da. Die Stimmung erinnert an ein Familientreffen. Ja, da Maria. Hoi. Du altes Haus. Ja. Ich habe noch ein Foto von dir. Sicher? Ich habe ja einen Film gemacht von dir. Jetzt habe ich zu dem Film noch ein Foto gemacht. Ja. 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 Das, ja. Der Lauf der Zeit verwandelt Bruno Käppelis Fotos und Filmaufnahmen von früher in einen kostbaren Schatz. Einst belächelten ihn die Leute, wenn er den vermeintlich langweiligen Dorfalltag dokumentierte. Heute strömen sie in seine Ausstellungen und bestaunen die eigene Vergangenheit. Die Ausstellung ist für mich ein voller Erfolg. Und das ist eigentlich der Lohn der ganzen Sache, dass die Leute Freude haben. Und das ist mir, glaube ich, gelungen. Die berühmteste Meerenschwanderin verpasste die Ausstellungseröffnung. Vor dem Dorfmuseum hat sie ihr eigenes Denkmal, gestaltet von Bruno Käppeli. Es erinnert an die Wahl von Doris Leuthard in den Bundesrat. Natürlich hat Bruno Käppeli auch sie gefilmt. Als Schülerin in der Primarschule und als fesche Tänzerin in der Frauenriege. Gewiss, im Dorf sind alle gleich, ob Akademiker, Metalldrücker oder eben Bundesrätin. Doch Bruno Käppeli ist ein zurückhaltender, bescheidener Mensch. Ich musste ihn regelrecht drängen, die berühmte Meerenschwanderin für diesen Film zu einer privaten Führung einzuladen. Doris Leuthard wohnt noch immer im Dorf. Schau jetzt kommt sie sogar mit dem. Doris, du bist ja schon ein Schatz, dass das geklappt hat. Ja, für dich mache ich das. Super. Aber jetzt habe ich hier eine neue Ausstellung gemacht, gestern und heute. Ist noch gut angekommen bei den Leuten. Ja. Da haben wir mal alle Wirtschaften gehabt. Ja, die wir mal hatten. Und das ist auch gut angekommen. Ja. Die Grossfamilie wollte ich zeigen. Und da habe ich natürlich eine Rarität. Das Baby, da kommt mir das Taufkleid irgendwie bekannt vor. Würde ich fast merken. Ist das von Mami? Ja. Oh Gott, dem Vater. Ist doch herzig, oder? Ja, ja. Also da bin ich wirklich getauft worden. Ich war in einer Hausgeburt. Nein, ja, ist natürlich doch praktisch alles in der Hausgeburt. Ja, gewesen, oder? Ja. Steigt hier mit den Kleidern. Ja, da wollte ich zeigen, Mode gestern, oder? Und da sind auch Frauen, so haben wir als Buben die gesehen nach der Kirche. Ich habe vom Grossi auch noch einen Rock so aufbewahrt. Ja. Ja, auch natürlich eben schwarz mit weißen Knöpfen. Das du hast ja nicht vorgerührt, gell? Nein, da habe ich alles noch aufbewahrt. Was bedeutet der Einsatz von Bruno Käppeli für ein Dorf wie Meerenschwand? Ja, ich denke, es ist so ein bisschen ein historisches Gedächtnis und Veränderung. Also, wie war es einmal? Und ich denke, das wird einem bewusst, wie viel sich in 30, 40, 50 Jahren so ein Dorf verändert. Oder? Im Positiven wie im Schlechten. Das kannst du nie nur gut gesehen, oder? Aber ich glaube, das ist wertvoll, dass sich Menschen nicht mehr bewusst sind. Oder? Es ist nichts statisch. Und, nein, da steht der Bruno Käppeli ein grosser Verdienst, oder? Dass man das festhält. Und eben nicht dann irgendwo in seiner Privatsammlung daheim, oder? Sondern er hat das eigentlich immer zur Verfügung gestellt. Und immer wieder sein Schaffen auch. Ja. Ja. So können die Leute begeistern. Ja, die hat es natürlich immer wieder ein bisschen ausgebaut, oder? Wann haben Sie den Bruno Käppeli das erste Mal wahrgenommen als Dorfchronist? Was sind das für Erinnerungen?
Das war natürlich schon in der Schule, oder? Eben von seinen Söhnen, der älteste ist mit meinem jüngeren Bruder in der Schule. Ja. Und eigentlich das erste vielleicht die Weiber, die Altweibermühle. Das war ein Theater in der Schule. Ich weiss gar nicht, Und dort, ich bin als junges Mädchen, hatte ich dort eine Rolle. Und dort waren wir natürlich schon furchtbar stolz, dass wir in einem Theater mitmachen durften. Und dort ist mir das eben aus all den Filmen teilen. Und von da weg hat man da eigentlich dann immer ein bisschen verfangt. Also Doris, nochmal besten Dank. Gell? Danke vielmals. Ein Gruß an Susanne. Ja, eine schöne, und gell? Eine gute Zeit. Ja. Aber könntest du dir denn vorstellen, in einem anderen Dorf zu leben? Ja, eigentlich nicht. Ich sehe nicht alle, wenn ich gehe reisen, oder? Nach einer Woche muss ich wieder heim. Ich muss einfach immer wieder ins Dorf zurück. Das ist eigentlich Blödsinn. Ich bin in dem Sinn vom Dorf nicht abgenabbelt. Wenn man es so sagen kann. Sein Dorf, das ihn jetzt sogar zum Ehrenbürger ernannt hat. Jetzt hat er es gebracht.